Sie machte ständig Witze. Sie ist freundlich und unbekümmert. Wir hätten nicht geglaubt, dass sie jemanden umbringt. Kim Jong-nam wurde ermordet. Zwei Frauen wurden in Verbindung mit dem Mord verhaftet. Er war einmal der Lieblingssohn von Kim Jong-il, dem früheren Machthaber von Nordkorea. Er machte überraschende Bemerkungen über die Legitimation seines Bruders und bedrohte Kim Jong-uns Aufstieg zur Herrschaft in Nordkorea. Sie haben ihm angeblich VX ins Gesicht gespritzt. Und dann schaut sie in die Überwachungskamera. Ich habe es getan. Na und? Sie beteuern ihre Unschuld. Werden sie schuldig gesprochen, erwartet sie die Todesstrafe. Das ist eine Schande für das Land, wenn eine Persönlichkeit wie Kim Jong-nam bei Tageslicht auf dem Flughafen ermordet wird. Wir haben starke Hinweise darauf, dass sie hereingelegt wurde. Sie hatte ein paar hundert US-Dollar bekommen. Sie kamen von hinten, hielten jemanden die Augen zu und sagten, wer bin ich? City dachte wirklich, dass es ein Streich war. Was? Taxifahrer John, der sie mit den Nordkoreanern bekannt machte. Er sagte, wie ich im Video spielen soll. Ich dachte, das sei leicht verdientes Geld. Es war ein politischer Anschlag. Es waren mehr als die beiden Frauen beteiligt. 8 nordkoreanische Verdächtige. Sie haben das Land sofort nach dem Angriff auf Kim Jong-nam verlassen. Wir haben unseren Fall dargelegt. Es gibt keinen Beleg für eine politische Verschwörung. Die Ermordung von Kim Jong-nam war wichtig für Phase 1 der Herrschaft Kim Jong-uns. Indem er alle Rivalen ausgeschaltet hat, hat er zu Hause Stärke demonstriert. City und Wan waren jetzt beinahe 2 Jahre im Gefängnis. Die Frauen haben niemanden außer einander. Ich dachte, sie müssten hängen. In vielerlei Hinsicht war es das perfekte Verbrechen.